Ja, liebe Fußballfreunde, wer hört sich den von jeder von ihr gestifteten Schmiechtal Cup 2011 im Endspiel stellt sich gegenüber der FC Schalklingen-Alt und der TSV Blaubeuren. Soll das Spiel nach 2x25 Minuten unentschieden stehen, gibt es auch hier umgehend ein Elfmeterschießen. Für den TSV Blaubeuren. Torschütze mit der Nummer 8, Fabian Flinsbach. Für den FC Schalklingen-Alt Torschütze mit der Nummer 15, Michael Fischer. Steht es nach der regulären Spielzeit. Somit sollte jetzt ein Elfmeterschießen. Thank you.
Laura. Das war's. Und der Sieger des Schmiechtal Cups 2011 heißt TSV Blaubeuren. Und der erste Platz, und der Sieger hat es auch gerade, denke ich, so, also seit wie sich's abzeichnet hat, sehr, sehr verdienter Sieger heute, der TSV Blaubeuren. Tolle junge Mannschaft, wirklich spitze gespielt, da braucht man sich für die nächste, also keine Gedanken machen. Also, der TSV Blaubeuren bedankt sich auch recht herzlich beim FC Schmiechtal für die Einladung, bei den ganzen Mannschaften für die wirklich fairen Spiele und wünscht jeder Mannschaft einen guten Start in der Saison. Bleibt verletzungsfrei. So, Freunde, das war's. Nochmal herzlicher Dank. Ich trinke noch ein Bier oder zwei, also noch eine Kleinigkeit. Ansonsten wünschen wir euch alle alles Gute und eine gute Saison 2011, 2012.